erst die ärgerliche Niederlage, zwischendurch mit 14 Punkten geführt, dann das Spiel im letzten Viertel verloren. Wie geht's dir gerade? Wie ärgerlich war diese Niederlage? Ja, für uns, wir hatten zu viele Fehler gemacht. Unsere Verteidigung war sehr schlecht heute Abend. Wir hatten keine gute 1-gegen-1 Verteidigung gespielt. Keiner Spieler hat gut heute Abend Verteidigung gespielt, meiner Meinung nach. So. Unser Offense, ja, wir waren langsam und nicht so gut, aber zu viele Fehler mit Korbleger, nichts getroffen. Aber am Ende, das ist nur unsere Verteidigung. Und das ist wichtig für uns. Wir müssen das spielen, zu gewinnen. Und wenn wir nichts, wir haben das heute Abend. Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, die Jungs verlieren so ein bisschen im letzten Viertel den Fokus. Findest du, das ist auch so? Ja, das kann auch sein. Das Fokus, das Disziplin, das ist wichtig für uns. Wir brauchen das mit unserer Philosophie, unser Style, dass wir brauchen Fokus, Disziplin für 40 Minuten. Und wenn wir das nichts haben, dann wir sehen das mit unserer Verteidigung und der Ballbewegung, Spielbewegung auf die Offensive. Am Sonntag geht schon weiter an diesem Doppelspieltag gegen Karlsruhe. Ja, wie geht man damit jetzt um? Versucht man das Spiel heute irgendwie so schnell wie möglich abzuhaken und schaut nach vorne, oder wie handelt ihr das jetzt? Ja, wir müssen. Morgen ist ein neuer Tag und so wir müssen das fokussieren nur auf Karlsruhe morgen früh und dann Sonntag hoffentlich. Wir spielen Verteidigung, sehr gut Verteidigung und dann wir haben eine Chance, aber ohne Verteidigung keine Chance. Alles klar, danke Steve, wir drücken die Daumen.